Radio FM, Berlins Electronic Radio, Timeline. An diesem Wochenende findet in Berlin unter dem Motto Save Our Community, Save Your Pride der 43. Christopher Street Day statt. Gleich vorweg das Wichtigste, er wird ungewohnt anders und kleiner. Diesmal als Fußmarsch, ohne große Trucks. Mit geänderter Streckenführung von Ost nach West und ganz ohne Abschlusskundgebung. Aufgrund der immer noch anhaltenden Covid-19-Pandemie sind behördlich maximal 20.000 TeilnehmerInnen zugelassen. Dass das Einhalten dieser Grenze ziemlich unrealistisch klingt, sagen viele. Dennoch, der CSD-Vorstand gibt sich zuversichtlich, dass alles Covid-19-konform ablaufen wird. Der CSD Berlin hat sich trotz der Covid-19-Pandemie gegen einen digitalen CSD entschieden, wie er letztes Jahr stattgefunden hat. Wieso ist es den Veranstaltern so wichtig, auf die Straße zu gehen? Patrick Erhardt vom Vorstand des CSD sagte gegenüber PureFM. Also zum einen bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass ein digitaler, rein digital stattfindender CSD nicht das ist, wofür eine CSD-Demonstration steht. Es gab mal eine bekannte Person aus der Mitgliedschaft des CSDs, die gesagt hat, wer denkt, dass ein digitaler CSD ausreicht, der denkt auch, dass ein Porno Liebe ist. Und das unterstütze ich voll und ganz, muss ich ehrlich sagen. Für uns ist die digitale Welt eine weiterführende Komponente oder ein Tool, was dann CSD braucht, um zum Beispiel barrierearm zu sein für die Menschen, die nicht bei der Demonstration in einer Pandemie dabei sein wollen, aber auch um natürlich Gesagtes festzuhalten und das in die weite Welt zu tragen, denn unsere Bubble in Berlin ist nicht automatisch für alle gleich in Deutschland. Die letzten Jahre war man es gewohnt, dass der CSD hauptsächlich immer im Westen der Stadt verläuft. Diesmal sieht es anders aus. Wie wird die Parade bzw. die Demostrecke diesmal verlaufen? Die Demostrecke wird auf der Leipziger Straße im Osten Berlins oder im ehemaligen Osten Berlins starten. Ich bin ein geliebtes Einheitskind, deswegen mag ich Ost und West immer nur geografisch ändern. Wir werden auf der Leipziger Straße Richtung Potsdamer Platz ziehen, vom Potsdamer Platz vorbei am Mahnmal für die verfolgten Homosexuellen des Nationalsozialismus, am Mahnmal für die ermordeten Juden. Über das Brandenburger Tor, dann auf der Straße 17 Junis, bekannte Strecke, nur vice versa, an der Siegessäule vorbei und dann an der Urania direkt enden, damit wir von Anfang bis Ende breite Straßen zur Entzerrung zur Verfügung haben. Der CSD ist dafür bekannt, dass die Demonstrationsstrecke oftmals an symbolträchtigen Hotspots vorbeizieht. Welche gibt es diesmal? Die erste symbolträchtige Location, nenne ich es mal, ist natürlich der Bundesrat, an dem wir vorbeiziehen. Wir planen auch, dass der Redebeitrag vom Carsten Garf von der Initiative Grundgesetz für alle, Erweiterung des Artikel 3 zur sexuellen Identität, dass diese Rede auch auf der Höhe des Bundesrats abgehalten werden kann. Wir werden an dem Denkmal für die verfolgten Homosexuellen des Nationalsozialismus vorbeigehen. Es wird eine Kranzniederlegung dort geben, zusammen mit dem LSVD. Wir ziehen am Mahnmal vorbei und natürlich ist es auch nicht schlecht, an der Urania an gewissen politischen Bereichen vorbeizukommen. Noch nie hatte die Regenbogenbewegung so eine breite Unterstützung und Reichweite wie im Sommer diesen Jahres zur Europameisterschaft. Dank der UEFA und Ungarn verleiht der CSD der UEFA dafür einen Preis? Nasser El Amad vom Vorstand des CSD Berlin sagte gegenüber PureFM. Ja, weil man irgendwie Platz 1 einer großen Organisation, eines großen Vereins sein möchte, der homophob, transphob, queerphob, biphob, wie auch immer sein möchte, dann hat die UEFA es tatsächlich geschafft, dieses Jahr den Preis einfach anzunehmen, an sich zu reißen. Gerade von so einer großen Orga hätte ich das nie im Leben erwartet, trotz dass sie jetzt versuchen, zum Beispiel wieder einen auf LGBTQA freundlich zu machen, indem sie zum Beispiel jetzt Ungarn die nächsten zwei Spiele, wie wir jetzt gerade in den Medien bekommen haben, nur als Geisterspiele stattfinden, weil die Fans unter anderem auch Plakate hochgehalten haben, die mal homotransphob gewesen sind, heißt es nicht, dass das korrekt war, was das jetzt gerade für eine Debatte weltweit gemacht hat, was in München passiert ist. Das ist wirklich etwas also gerade im 21. Jahrhundert hätte ich nie im Leben erwartet, dass es gerade die UEFA einfach machen würde. Und Platz 1 auf jeden Fall als homotransphober Verein 2021. Jetzt hat Ungarn das umstrittene Gesetz umgesetzt. Welche Forderungen habt ihr diesbezüglich an die EU? Und wie habt ihr auf die deutliche Reaktion der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, reagiert? Ich finde das wirklich hochachtungsvoll, wie Frau Ursula von der Leyen einfach reagiert hat, dass sie gesagt hat, dass das Gesetz von Ungarn wirklich etwas Unmenschliches und etwas Unverschämtes, gerade ein Teil der EU, wo wir eigentlich mit Europa quasi so werben, dass wir eigentlich Menschen offen sind und komplett so open-minded für alles und jeden sind. Wir lassen so viele
positive Energie gerade von der EU immer so ausstrahlen an die ganze Welt, wie weltoffen wir sind. Und dann kommt mir so ein Land einfach von der Nebenecke und sagt mir einfach, dass jetzt ein Gesetz verabschiedet wurde, wo einfach Homosexualität, ich sag jetzt nicht unter Strafe ist, aber wie das Propagandagesetz wie in Russland damals der Putin gemacht hat, dass man sich wirklich jetzt weiter zurückentwickeln möchte. Ich habe das Gefühl wirklich, wir entwickeln uns nicht weiter in Richtung 20. Jahrhundert irgendwann, sondern eher Richtung Mittelalter wieder zurück. Und da finde ich das einfach unmöglich und da muss einfach Sanktionen gegen Ungarn passieren. Das ist einfach wirklich, also ich bin mega, mega, mega froh, unter anderem muss ich mal so sagen, dass der ungarische Präsident seine Reise nach München, als es der Regenbogen da in München da nicht geleuchtet hat bei der Halte, bin ich froh, dass er nicht angereist ist. Weil dann hätte er sowieso den größten Shitstorm gehabt überhaupt. Aber so jemand hat einfach keinen Platz verdient in Deutschland. Die EU ist das eine in Bezug auf Ungarn. Was verlangt ihr von der zukünftigen Bundesregierung? Wie soll die mit Ungarn umgehen? Unter anderem, dass wirklich da Sanktionen einfach oder Partnerschaften da aufgelöst werden. Das ist wirklich ein Menschenrecht, was diese Rechte also für LGBTIQA-Menschen ist. Und da finde ich, müssen Partnerschaften einfach gekündigt werden. Man muss Sanktionen da vorantreiben, weil wenn man das nicht tut und die einfach sagt, ja, was sollen wir machen? Wir haben eh keine, ist nicht unser Land, wie die AfD das zum Beispiel selber ja sagt. Die AfD benennt das und sagt, Ungarn, wenn die das unbedingt möchten, das ist doch deren eigenes Land falsch gedacht. Wenn wir selber nicht unseren Mund einfach aufmachen und gegen solche unmenschlichen Art und Weise, also unmenschlichen Gesetze einfach gegen vorgehen, kann es also jeder machen, wie er möchte. Das bedeutet, uns ist dann scheißegal, was in der Nebentür bei uns passiert. Und das ist nicht nur Ungarn. In Polen, das ist gerade mal hier in Berlin vielleicht eine Stunde entfernt. Das passiert vor unserer eigenen Haustür, diese LGBT-freien Zonen, die seit letztem Jahr ausgerufen worden sind. Wir schauen momentan viel ins Ausland, nach Russland, Polen und Ungarn. Das hat auch seinen guten Grund, aber auch bei uns zu Hause in Deutschland ist nicht alles rosig. Welche Forderungen hat der CSD an die neue Regierung ab September? Uli Priedert, ebenfalls vom Vorstand des CSD, sagte gegenüber PureFM, Grundgesetz 3 fällt mir da als allererstes ein. Also es war jetzt ja nochmal im Parlament und es ist wieder nicht zu einer befriedigenden Entscheidung gekommen und das wird in erster Linie wichtig sein. Ich finde immer noch das Blutspendeverbot ganz wichtig. Für mich ist es nach wie vor ein Unding, dass wir weiterhin nicht Blut spenden dürfen. Das Adoptionsrecht braucht auch dringend noch Nachhilfe und gerade da hat mir kürzlich ein befreundetes lesbisches Pärchen erzählt, dass sie eben da nach wie vor Steine in den Weg gelegt bekommen und es eben keine Gleichberechtigung gibt, also unbedingt, da gibt es im Gesetz noch eine ganze Menge zu tun, aber ich finde auch, dass wir eben mit unserem deutschen Parlament viel mehr bewegen könnten, eben in diese Auslandsrichtung, was du gerade gesagt hast, also eben nach Ungarn. Wir haben Einfluss auf die EU, wir sind da ein großer, als Deutschland eben ein großer Stimmengeber und dass wir das nicht ausreichend nutzen, das finde ich tatsächlich nicht richtig. Wir haben es schon erwähnt, im September wird Deutschland eine neue Regierung. Gibt ihr diesbezüglich eine Wahlempfehlung für die Community ab oder verhaltet ihr euch in diesem Punkt neutral? Also ich mag sehr, dass wir politisch sehr, sehr bunt sind, wie ich festgestellt habe, denn alle unsere 5 Vorstände kommen aus unterschiedlichen politischen Richtungen. Mag ich sehr. Ich selbst bin da eher ein liberaler Typ, aber wir haben eben alle Richtungen dabei. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist eine tolle Mischung und wir haben alle, die wir als demokratisch empfinden, dabei. Natürlich ist eine rechte Partei mit einer tatsächlich lesbischen Frau als Vorsitzenden davon ausgeschlossen. Auch in Berlin wird gewählt, ein neues Abgeordnetenhaus bzw. ein regierender Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin. Welche Forderungen stellt ihr an den zukünftigen Berliner Senat? Gibt es da auch Forderungen? Also in Berlin, es gibt in unserem Forderungskatalog, die ja erstmal sehr auf die gesamte Community gehalten sind, Forderungen. Aber wir selbst fordern natürlich gerade bei diesem exponentiellen Gewaltwachstum dringend ein Einschreiten der Politik. Und in dem Gespräch mit Michael Müller habe ich doch eher gemerkt, das steht noch nicht so ganz oben, das Thema. Habe dann zum Glück bei dem Treffen mit der Polizeipräsidentin gelernt, dass es doch auf der Agenda steht, dass es beobachtet wird, dass es auch im Kiez inzwischen ja, gibt ja einen Nachtbürgermeister, beziehungsweise gibt es so eine Schutzstelle. Aber da muss noch viel, viel mehr passieren. Dieser Austausch, der muss größer werden mit allen Ansprechpartnern, Telefonstellen und so weiter. Und wir fordern ganz klar da den neuen Regierenden oder Regierende Bürgermeisterin, dass es unbedingt in diesem Bereich der ansteigenden Gewalt gegen LGBTIQ-Menschen
etwas getan wird. Der CSD erarbeitet traditionell jedes Jahr einen Forderungskatalog. Jetzt alle Forderungen aufzuzählen, würde unseren Zeitrahmen sprengen. Aber was sind die drei wichtigsten Forderungen aus Sicht von Patrick Erhardt? Wir haben in dem Forderungskatalog 32 Forderungen ausgearbeitet. Das ist, glaube ich, auch der Forderungskatalog mit den meisten Forderungen, die es jemals gab. Über ganze A4-Seiten hinweg konkretisiert und adressiert an die betreffenden Stellen. Die werden auch im Nachgang versendet an die betreffenden Stellen. Das gab es, glaube ich, auch noch nicht. Wenn ich jetzt heraussuchen müsste, als Einzelperson, die drei wichtigsten, ist für mich zum einen nicht unbedingt eine konkrete Forderung zu nennen, sondern dass wir nicht nur politisch adressieren, sondern auch die Wirtschaft und die Industrien in unterschiedlichen Bereichen anpacken. Dating-Apps, die Kosmetikindustrie, die gern auf nur helle Hauttöne hinweist, wenn sie von dem Begriff Nude sprechen, auf die Verlagshäuser, dass wir viel mehr LGBT-Inhalte bei den Konstruierenden, bei den Schreibenden, aber auch bei den Inhalten der Darstellung, bei Schulmaterial einfordern. Ich finde es wichtig, aufzusetzen, dass Städtepartnerschaften, das haben wir auch benannt, konkret von unseren Bezirken oder von der Stadt, von der Senatskanzlei adressiert werden, beispielsweise in Polen die LGBT-freien Zonen aufzulösen und ihre Städtepartnerschaft damit auch zu nutzen. Konkret haben wir dort auch Steglitz-Zehlendorf noch mit angeprangert, weil dort eine Stadt gibt, die anscheinend im aktuellen Zeitpunkt nicht unbedingt von Steglitz-Zehlendorf dazu beauftragt wird, das zu tun. Deswegen haben wir das konkretisiert. Und was ganz, ganz, ganz wichtig ist, nachdem ja leider auch die Große Koalition das Transsexuellengesetz wieder in der Selbstbestimmung nicht unbedingt umgesetzt hat, dass dieses Thema einfach endlich seine Selbstbestimmung findet und dass einfach Transmenschen, das kann ich nicht verstehen, dass das immer noch ein Thema ist, dass man diesen Menschen im Weg steht, in ihrer selbstgewählten Identität. Nicht nur privat haben viele Menschen zur EM Solidarität mit der Community gezeigt, sondern auch viele Institutionen und vor allem Unternehmen haben ihr Logo in Regenbogenfarben gefärbt. Sieht der CSD das auch kritisch, gerade was das Thema Pinkwashing angeht? Noch einmal Nasser El-Hammad. Nö, das ist eher eine Bereicherung. Es ist wirklich eine Bereicherung, gerade im Pride Month das zu machen. Es kommt jetzt aber das Aber. Ich finde, man muss es nicht nur ausschließlich machen während des Prides. Man muss wirklich das ganze Jahr, 365 Tage im Jahr, einfach auf diese LGBTIQA-Rechte aufmerksam machen. Und nicht nur dieses, es gibt einige Firmen hin und wieder natürlich, die haben Pinkwashing, keine Frage. Aber trotz alledem ist schon richtig, dass sie das auf jeden Fall beim Pride Month machen. Unter anderem, wie man gesehen hat, wenn wir wieder zurück auf die UEFA gerade kommen, dass nicht unbedingt wegen dem Pride Month, sondern für die Solidarität der LGBTIQA-Community haben die ganzen Medien, haben etliche Vereine und sonst wie komplett ihr Logo bzw. ihre Marke komplett in Regenbogen einfach beleuchtet. Nur weil die UEFA so reagiert hat. Und das war nicht nur wegen dem Pride Month. Und sowas Solidarisches wünsche ich mir von der ganzen Welt. Es ist das erste Mal, dass es keine Abschlussveranstaltung geben wird. Die Demonstration wird an der Urania im Neulendorf-Kiez in Schöneberg beendet und aufgelöst. Wie kam es dazu? Frank Sperling vom Vorstand des CSD sagte gegenüber PFM. Zum einen ist es natürlich eine Abschlusskundgebung grundsätzlich auch mit Mehraufwand verbunden. Das heißt, wir hätten das jetzt in dieser kurzen Zeit technisch gar nicht stemmen können. Demzufolge ist natürlich das größte Problem, dass wir aktuell eine Pandemie haben und das einfach aus Sicherheits- und Hygienekonzepttechnischen Gründen nicht umsetzbar ist. Ja, also das war eine richtige Entscheidung. Dann kommen natürlich auch nochmal die Kosten hinzu, aber das ist die Hauptentscheidung gewesen. Deswegen machen wir eine reine Politdemo als Fußmarsch, integriert mit 5 Vereinswagen, mit den Drag-Queen-Fahrzeugen, mit Fahrrädern, um Sichtbarkeit zu haben. Aber wir beenden die Demonstration um ca. 18 Uhr, wenn alles gut läuft, an der Urania. Wir werden dann auch noch mal über Megafone auffordern, bitte geht nach Hause, um auch noch mal eine Entzerrung zu bekommen. Ja, wir können aber die Menschen nicht zwingen, ihre Freizeit, irgendwie beeinflussen, ihre Freizeit. Und wenn die Leute noch Lust haben, dann haben wir diese Ruhezone, eine Entzerrungszone, Chill-Out-Zone eingerichtet. 20.000 TeilnehmerInnen sind von behördlicher Seite zugelassen für die CSD-Demo. Keiner mag so wirklich glauben, dass es dabei bleiben wird. Was ist, wenn mehr kommen? Wie werden die Massen an der Urania aufgelöst? Wir haben eine Teilnehmerzahl angemeldet, da sind wir verpflichtet zu, von behördlicher Seite. Wir sind auch da devot in die Verhandlung gegangen, weil hätten wir von vornherein gesagt, es kommen 500.000 Leute, hätten die gleich gesagt, nee, können wir euch nicht genehmigen. Ne?
Die Verantwortung, wenn mehr kommt, hat die Polizei definitiv. Ne? Die Polizei ist die letzte Instanz, die letztendlich auch entscheidet, eine Demo abzubrechen. Aber die kennen uns, die wissen, dass wir eigentlich ein recht friedliches Völkchen sind. Und die sind da zuversichtlich, dass wir das mit den entsprechenden Ordnermaßnahmen alles hinkriegen und die Leute dazu bewegen können, safe eine Demo abzuführen. Woran muss ich denken, wenn ich an der Demonstration teilnehmen will? Welche Auflagen gibt es bezüglich Covid? Noch einmal Patrick Erhardt. Also die Auflagen, die wir definitiv verfolgen und auch prüfen auf der Demonstration, ist die Einhaltung der Maskenpflicht. Das ist eine Mund-Nasen-Bedeckung, wird Pflicht sein. Wir werden versuchen, die Leute auch durch ständiges Aufrufen, durch ständige Audiospuren, durch Sicherheitspersonal und durch mehrere hundert Freiwillige und Security auf die Abstandsgebote hinzuweisen. Wir werden versuchen und das auch durchführen, die komplette Demonstration zu entzerren. Das heißt, wir werden schon allein die angemeldeten Fußgruppen koordinierend auf der Strecke verteilen, sodass nicht einfach nur die Anmeldung geschah und man stelle sich hin, wo man will. Also wir werden über den kompletten Bereich versuchen, die Verordnung einzuhalten, zusätzlich aber auch devot für uns zu handeln, im Sinne von, du musst, wenn du an der Demonstration teilhaben möchtest oder ausführen möchtest, auch unseren Vorgaben Rede und Antwort stehen, im Anführungsstrichen. 20.000 Menschen, eventuell auch weniger oder mehr, am Ende der Demo im Nollendorf-Kiez. Sind denn die Wirte auf solch einen Ansturm überhaupt vorbereitet? Noch einmal Frank Sperling vom CSD-Vorstand. Die Wirte sind natürlich vorbereitet. Es gab bereits zwei Gespräche im Austausch. Wir nennen es mal die schwulen Wirte, Dachorganisator und Anmelder in Richtung Behörden ist der Regenbogenfonds. Ja. Und da arbeiten wir eben auch diese Ruhezonen-Konzepte aus. Diesen Samstag wird also Bürgermeister Dr. Lederer um 13 Uhr den Startschuss geben für den 43. Christopher Street Day Berlin. Start ist die Leipziger Straße in Mitte und enden wird die Demonstration dann gegen 18 Uhr im Neuendorf-Kiez mit Chillout Area vor der Urania. Pure FM ist für euch mit dabei. Na dann, Happy Pride! Pure FM, Berlins Electronic Radio. Timeline.